Es war noch nie so wichtig, sich klar zu positionieren wie in dieser Zeit. Die Engel bezeichnen diese Zeit als Zeit der Entscheidung. Was das genau für dich bedeutet und warum es so wichtig ist, dich jetzt klar zu positionieren, darüber möchte ich heute in diesem, meinem neuen Video mit dir sprechen. Und los geht's nach dem Intro. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen am 21.09.2022 zu einem mega wichtigen Video. Nämlich ein Video, welches dir zeigen soll, wie du dich mit Erzengel Michael verbindest, um klare Entscheidungen für dein Leben zu treffen. Ja, denn darum geht es jetzt. Wir sind in einer Zeit, wo wir uns einfach klar positionieren müssen. Es geht nicht anders. Viele Menschen sagen mir, ich finde es immer ganz spannend, wenn ich das so lese, ich polarisiere sehr. Kann sein. Ich polarisiere dann, wenn Menschen die Wahrheit nicht ertragen können. Wenn Menschen das nicht ertragen können, was Liebe ist, was die Engel sagen, was uns umgibt und diese Freude, die aus den Engeln hervorgeht, nicht ertragen können. Das kann schon mal polarisierend sein. Allerdings sind es die Engel, die polarisieren und nicht ich. Denn alles, was ich sage und alles, was ich an Erkenntnissen hier habe, hat nichts damit zu tun, dass es meine Meinung sei, sondern damit, dass die Engel mir dies in klaren Botschaften so vermitteln. Die Engel sagen, wir dürfen nicht mehr den Mittelweg gehen. Es muss jetzt klar sein. Es muss klar und deutlich sein. Viele Menschen meinen, naja, ich will mich nicht entscheiden. Es gibt zwei wunderbare Wege, im Grunde genommen ja, und ich gehe irgendwo dazwischen lang. Das Problem ist, dann befindest du dich immer in der Grauzone. Ne? Du bist immer so in der Grauzone und nie wirklich auf einem Weg. Ja, du bist einigermaßen zufrieden. Vielleicht hast du einen Job, in dem du dich auch so einigermaßen wohlfühlst. Vielleicht, ja, hast du ein Umfeld mit Freunden, Bekannten, vielleicht eine Beziehung, in der du einigermaßen zufrieden bist und alles ist auf einem Level, wo du sagen kannst, gut, es ist okay, mein Leben ist okay. Ich bin einer eher dafür, beziehungsweise die Engel sind aber doch eher dafür, dass wir vollkommen glücklich sind, dass wir lachen, dass wir Spaß haben, dass wir Freude haben, dass wir uns da auf einen ganz, ganz klaren Weg der Liebe begeben. Zwischen Licht und Dunkelheit wandeln bedeutet, auf der grauen Ebene zu wandeln. Das bedeutet, wir sind immer ein Stück weit, sagt Erzengel Michael, näher an der Dunkelheit als an der Liebe. Ja, das ist tatsächlich so, weil wir uns nicht klar positionieren. Wenn ich mich klar für den Weg der Wahrheit, für die Engel, für die Liebe entscheide, dann gehört zum Beispiel dazu, dass ich nichts tue, was mir schadet. Das ist erstmal der erste Punkt. Nichts annehme, was mir schadet. Das gehört dazu, denn irgendwann kann ich Entscheidungen nicht mehr rückgängig machen. Ne? Es gibt gewisse Entscheidungen, die sind dann getroffen und da lässt sich dann auch nichts mehr dran drehen. Es gibt Menschen, die sagen dir, es gibt immer einen Ausweg. Ja, theoretisch kann man das vielleicht so sagen, aber, und das ist das große Aber, wie willst du einen Ausweg finden, wenn du eine Entscheidung triffst, die dich umbringt? So, wenn du die Entscheidung triffst, heute aus dem 19. Stock aus dem Hochhaus zu springen und du springst tatsächlich, dann kannst du nicht auf halbem Wege umkehren und wieder zurück aufs Fensterbrett. Das funktioniert auch nicht, nicht wahr? Also, klare Entscheidungen zu treffen ist so wichtig wie nie zuvor. Und ich bin dafür, dass wir die Entscheidung für das Leben treffen. Die Entscheidung treffen, wieder glücklich zu sein frei und für unsere Freiheit treffen in dem Zusammenhang. Im Moment ist es so, dass die dunklen Mächte uns unsere Freiheit ein Stück nehmen wollen. Und auch erfolgreich genommen haben in den letzten Jahren. Wieso, warum, weshalb, spielt keine Rolle. Das ist egal. Das brauchen wir gar nicht wissen. Hier wird uns aber etwas genommen. Und hierzu sagt Erzengel Michael, solange wir in der Liebe bleiben, friedlich miteinander umgehen, ist es vollkommen in Ordnung, die Wege des Herzens zu gehen. Egal, was dir gesagt wird, egal, was du gemacht hast, hier sitzt der Weg. Ne? Wir sollen niemanden bewerten, niemanden verurteilen oder ähnliches. Darum darf es überhaupt nicht gehen. Ich muss die Entscheidung für mich treffen. Für mich die Entscheidung treffen mit meinem freien Willen. Was will ich? Was will ich nicht? Und das ist jetzt der Fall. Will ich in 5D aufsteigen oder will ich mich von den dunklen Mächten davon fernhalten lassen? Denn es gibt Entscheidungen,
die ich jetzt hier gar nicht so ganz offiziell benennen kann, weil es da einen gewissen Algorithmus gibt, der das leider nicht erlaubt. Aber du wirst, denke ich, verstehen, was ich sagen möchte. Es gibt gewisse Entscheidungen, die sorgen dafür, dass wir dann nicht mehr in die fünfte Dimension aufsteigen können. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, ist es vollkommen in Ordnung. Das möchte ich sagen. Jeder Mensch darf die Entscheidung so für sein Leben treffen, wie er es für sich für richtig hält. Und weder du noch ich haben das Recht, über diesen Menschen, der die Entscheidung so getroffen hat, zu urteilen. Wenn der Mensch die Entscheidung trifft, zu sagen, okay, ich gehe jetzt diesen Weg, ich will diese Scheinfreiheit haben, sage ich mal, und gehe jetzt diesen Weg, um das zu haben, bleibe dafür in 3D, ist das in Ordnung. Seine Entscheidung oder ihre Entscheidung, völlig egal. Wenn du aber die Entscheidung sagst und wenn du die Entscheidung triffst, ne, ich sehe das anders, ich möchte in einer hohen Schwingung sein, ich möchte in 5D aufsteigen, ist das genauso in Ordnung. Aber zu dieser 5D-Energie gehört eben auch, andere nicht zu verurteilen. Das ist ganz, ganz essentiell. Mach dir das bitte ganz bewusst. Ein liebevolles, herzliches, auch soziales Miteinander ist in dieser Zeit besonders wichtig. Triff deine Entscheidungen nicht für andere. Das ist nämlich das, worum es geht. Egal, was dir jemand anders sagt, auch ich oder wer auch immer, oder auch die Engel, auch dein Schöpfer. Auch wenn dein Schöpfer dir etwas sagt, kannst du Nein sagen. Wird dein Schöpfer dich verurteilen? Niemals. Dein Schöpfer liebt dich, bedingungslos. Wird dich nicht verurteilen. Du wirst vielleicht Konsequenzen haben, aber die Konsequenzen kommen nicht vom Schöpfer, sondern einfach das Gesetz von Saat und Ernte. Was du aussiehst, wirst du ernten. In deinem Leben, im Leben von, ne, wie auch immer. Aber es ist doch immer deine Entscheidung. Und sei dir dessen bewusst, egal wie du dich entscheidest. Es ist immer in Ordnung. Triff die Entscheidung. Und ich empfehle dir nur eins. Ich werde dich nicht drängen, aber ich empfehle dich. Empfehle dir eins. Triff die Entscheidung für deinen Körper. Triff die Entscheidung für deinen Geist und für deine Seele. Und bitte, das ist ein kleiner Appell, lass deine Seele nicht von deinem Körper entfernen. Das ist ganz wichtig. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit und einen schönen Tag. Die urliebe Lichtquelle segne und beschütze dich. Sie lasse ihre liebe Lichtenergie tief in deinen Körper, Geist und Seelensystem hineinfließen, berühre dich tief in deiner Seele, in deinem Geist und führe und beschütze dich auf deinem Weg zur Erleuchtung. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Bis Freitag zum Podcast und Samstag zum nächsten Video. Liebe und Licht, Udo Golfmann. Tschüss.